glaube, das Schöne an der Geschichte war einfach, dass ich per Zufall parallel mit diesem Mann den Fipronil-Skandal von Anfang an begleiten konnte und auch gemeinsam mit ihm entdecken konnte, weil als ich ihn das allererste Mal getroffen habe, saßen wir eben in seinem Keller, Schummerlicht, und in dem Moment kam eben die Meldung rein, dass da eben fipronilbelastete Eier im Umlauf sind, und er hat das auf seine Seite gestellt, und da habe ich mir gedacht, krass, also dieser Typ kann was, und der ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass ein Mensch allein es irgendwie schafft, schneller und besser zu agieren als der Staat. Und das sind eigentlich die Geschichten, die mich persönlich auch immer am meisten bewegen, weil ich mir denke, dass es einfach Wahnsinn ist, dass es Leute gibt, die ihre Zeit opfern, um uns irgendwo was zurückzugeben.